Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK. Mein Name ist Bolle und was ich hier tue, weiß ich gerade selber nicht. Ich versuche hier in einem höchst gefährlichen Gebiet einen goldenen Drop zu ergattern. Pass auf, wir machen erstmal hier ein Foto, ne? Warte mal, so. Da. Das ist das, was wir wollen. Da wollen wir hin. So, ne? Foto machen, Zukunftsbolle, Thumbnail und so, ne? Sieht cool aus hier, oder? Ich bin langsam echt enttäuscht. Ich habe bewusst nicht beides genommen, weil der spendet uns jetzt hier halt noch ein bisschen Licht, ne? Aber ganz ehrlich, ein Kompass und ein Beet. Absolute Enttäuschung. Ja, wir müssen da drüben hin, Freunde, aber ganz ehrlich, wir haben halt noch nicht so viel Ausdauer, als dass wir einfach mal so bei Nacht da so diesen weiten Flug machen können. Deswegen gehe ich erst nochmal nach hier oben. Hoffe, dass gleich der Mond aufgeht und hier wieder ein bisschen Licht bringt. Wenn die Dinos wenigstens nachts alle mal schlafen gehen würden, ne? Dann wäre ja noch cool. Können wir hier mal kurz zwischenlanden? Boah, wie krass das aussieht, ne? Krass das einfach aussieht. Also wir müssen in diese Richtung, Nase juckt, genau in diese Richtung, die wir blicken. Ich meine, wir können über dem Fluss fliegen, ne? Da haben wir, wenn wir hier so ein bisschen über dem Wasser fliegen, so einen kleinen Rechtsbogen machen, dann haben wir immer so ein bisschen was, wo wir dran landen, langfliegen können, wo wir landen können. Sagt die Uhr, es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr, wir können nicht schlafen. Tja, wer jetzt schlafen könnte, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Halt. Groß verdursten. Jetzt wird's lustig, Freunde. Jetzt wird's lustig, jetzt müssen wir los. Wann wird's denn hell? Ab 3, ab 4? Ich glaube ab 3.20 Uhr. Wir müssen. Regen wäre jetzt schön. Wir haben ja auch keine Wasserflasche dabei, brauchen wir ja nicht. Gar nichts. Gar nichts sehe ich. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfliege. Ja, das ist unser Tod. Jetzt wird's hell. Ich fliege ohne Highspeed, nur ganz langsam, in der Hoffnung, dass die Ausdauer ein bisschen länger hält. Ich weiß nicht, wie hoch wir sind. Ich habe jetzt einfach drauf gepokert, dass es hell wird. Wir haben gleich 50% unserer Ausdauer. Wir müssen gleich... Versteck mich. Versteck mich. Bin gar nicht da. Da hinten ist irgendwas Grünes. Schaffen wir es bis dahin? Keine Ahnung, was unter uns ist. Kann ich Wasser? Nee, noch nicht. Dies. Bin ich jetzt abgestiegen? Nein, bin ich nicht. Aber ich bin dann wieder... Oha, ich bin ab... Oh. Ich weiß gar nicht, wieso ich das witzig finde. Verabschiedet euch vom Dino, verabschiedet euch von mir, verabschiedet euch von diesem Let's Play, verabschiedet euch von allem. Wir müssen jetzt hier zwischenlanden. Es wird kritisch. Ich habe Angst, ich schwitze. Das ist nichts für mich, Das ist einfach nichts für mich. Ich meine, hier scheint eine Lichtung zu sein. Wir haben schon Leben verloren, weil wir so Durst haben. Es ist doch kacke. Wie spät ist es denn? Warum ist es denn nicht hell? Es ist schon 4 Uhr. Es ist komplett Nacht. Hier können wir landen. Bitte. Einfach kurz landen. Ausdauer regenerieren. Es wird hell. Es wird hell, Freunde. Wir können es doch noch schaffen. Vor uns ist ein Wasser. Ein Fluss auch genannt. Ausdauer ist voll. Wir fliegen jetzt zum Wasser. Gucken, dass wir da irgendwo landen können. Wir müssen trinken, sonst verdursten wir. Solange wir hier zwischen den Bäumen fliegen, ist, glaube ich, ganz gut. Da ist das Wasser, ne? Oh, warum wird es denn nicht heller? Das sind Palmen. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte einfach nicht sterben. Da. Tut mir leid, dass ich so jammer, aber...
Wie weit sind wir vom Wasser entfernt? Links von uns ist das Wasser. Da. Erstmal durchatmen. Mein Lieber, mal guck mal, die Benommenheit nahm schon zu. Seht ihr das, die kleinen Sternchen da unten rechts? Die Benommenheit nahm schon zu. Weil wir einfach so am Limit leben. Irgendwas leuchtet jetzt. Scheinbar geht es jetzt langsam los mit Tageslicht. Wir müssen in die Richtung. Okay, Freunde. Wir haben schon das Kritischste überstanden. Wir fliegen jetzt mal weiter in die Richtung. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal zwischenlanden. Doch viel zu langsam, ne? Ich schmeiß jetzt 10 Kristalle weg. Ist mir egal, wenn wir alles verlieren. Und noch weniger. Aber 10 Kilo sind 10 Kilo. Ich glaube, wir können auch direkt schon schneller fliegen. Kann das sein? Bilde ich mir das ein. Da vorne ist ein grüner Drop. Das ist unsere nächste Chance zu landen. Da sehen wir wieder was. Das ist ein Zumbat. Bei dir lande ich bestimmt nicht. Los, schneller, Dino. Regeneriere deine Ausdauer. So, sehr gut. In welche Richtung müssen wir? Nach dort. So, hier nach da. Wir fliegen jetzt mal nicht so hoch. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen niedriger. Wir sind echt so langsam, ne? Kommt mir das nur so vor. Wenn wir hier am Baum vorbeifliegen, sind wir ja doch schnell. Aber wenn man so in der Luft ist, kommt einem das so vor. Also das ist wirklich hier am Limit. Sowas macht man auch eigentlich nicht. Man hat eigentlich einen besseren Dino, wenn man solche Ausflüge macht. Es ist dir heiß, eben war dir kalt, da hast du Durst, da hast du Hunger. Hier können wir wieder zwischenlanden. Guck mal, wie oft wir hier landen müssen. Das macht da echt keinen Spaß. Oh oh. Ja, warum ist der, hat der denn so wenig Ausdauer nur noch? Tag. Oh, wir sind doch fast da. Da einmal noch rüber. Dann haben wir das Ding. Dann haben wir das Ding, Freunde. Dann sind wir safe. Sag ja, alles gar kein Problem hier. Ja, was haben wir da mitgebracht? Einfach nur Kristalle und haben irgendwie den ganzen wertvollen Shit da oben gelassen. Auch nicht so cool, ne? Ja, das ist doch unsere Zunge. Das ist ein Tapajara hier. Ah ne, ist doch kein Tapajara, ist ein Patera. Da ist unsere Landzunge. Tja. Oh, hier fühle ich mich wohl. Jetzt sind wir safe, Freunde. Jetzt kann nichts mehr passieren. Na gut, es kann immer noch was passieren, aber erstmal ist gut. Hier können wir unsere Metallaxt wieder verbessern, wieder aufwerten. Alles Mögliche können wir hier machen. Endlich wieder zu Hause. Och, wie schön. Ein strapazenvoller Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich für meinen Teil muss sagen, warte, wir tun dich mal in die Levelbox. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich jetzt erstmal bedient bin. Das reicht mir. Also, mein Puls muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Da streichle ich erstmal einen Dino. Komm, du darfst auch mal leveln. Auf Gesundheit, dass du lange gesund bleibst. Was mit dir? Auf Nahkampfschaden. Dass wir hier ein bisschen Verteidigung haben. Was ist mit euch beiden? Oh, 4. Ihr geht auch erstmal auf Gesundheit, damit ihr nicht so schnell sterbt wie eure Vorgänger, ne? Schon mal doppelt so viel, das ist schon mal gut. Was ist mit dir hier? Auch auf Gesundheit. Der Techsaurus. Auch auf Gesundheit. So, da freut ihr euch alle, ne? Was ist hier mit euch? Könnt ihr auch mal leveln? Nee. Ja, weil die da nicht in diesem Ding, in diesem Bereich sind, ne? Der hier kann leveln. 2 Stück. Gewicht. So. Oh, schön. Wir sind wieder zu Hause, Freunde. Das freut mich doch sehr. Bauplan, Kompass. Tun wir mal hier rein. Brauchen wir nicht. Kristall. Sehr cool. Seltene Blume. Granate. Lustiger Partyhut. Warte, den können wir ja mal selber jetzt mal aufsetzen. Jetzt haben wir endlich mal einen, ne? Ah, das ist, im Moment sehen wir natürlich auch cool aus. Oh Mann, ist das bescheuert. Moin, Ibims, der Party-Jürgen. Was geht?
Gut. Ich belasse es jetzt aber trotzdem erstmal bei dem Helm. Wo ist denn der hin? Wo ist denn jetzt unser cooler Helm hin? Ist der jetzt weg? Ist der da jetzt drin? Ja, guck mal, der hat... Nein, wir haben jetzt den Skin da drauf gepackt. Das sieht jetzt immer so aus. Wir sehen jetzt immer so aus. Ja gut, okay, dann ist es halt so. Haben wir hier noch Leder? Oh, 39. Hätten wir es mitgenommen, wäre alles gar kein Problem gewesen. Dann reparieren wir jetzt erstmal das Ding hier. Ah, geht nicht, weil uns Metall fehlt. Oh, nee. Tja, Freunde. Da drüben war viel Metall, aber hilft ja alles nichts. Wir müssen hier rüber. Wir müssen Metall looten. Weil ich fliege jetzt bestimmt nicht wieder zurück. Also bevor wir da wieder hinfliegen, da brauchen wir echt nochmal einen besseren Dino, oder? Könntest du hier mal auf die andere Straßenseite switchen. Kannst du aber mal selber machen. Kannst du mal selber machen. Dann können wir hier schon mal schauen, ob hier irgendwelche Piranhas sind. Da hinten ist einer, oder? Ne, ist ein normaler. Ja, das sind alles normale. Ja, du kommst mit, das ist schön. Dann werden wir jetzt halt das Metall, was wir brauchen, hier erstmal craften. Und wir können das vergessen. So weit über die Map kriegen wir niemals. Wirklich niemals, Freund, kriegen wir so weit über die Map. Diesen Ankylosaurus. Ohne, dass wir nicht irgendwas haben, um ihn zu transportieren. Und dafür brauchen wir eigentlich... Eigentlich brauchen wir dafür ein... Quetzel, den wir vor ein paar Folgen mal gesehen haben. Aber so ein Quetzel zu zähmen, ist alleine... Das ist ein Raptor. Okay, ist doch kein Raptor. Ich bin jetzt vorsichtig, ne? Das merkt ihr. Hallo, lass mich runter hier. Ich dachte, das war ein Raptor. Ich habe den Kopf gesehen. Du bist kein Raptor. Du hast meinen Schrecken eingejagt. Ich brauche Leder. Ich brauche Leder. Und du hast mich erschrocken. Also... Oha. Das ist natürlich schon heftig, ne? Wie kommen wir denn an Leder? Mit 3, glaube ich, ne? Hier kriegen wir... Ja, hier kriegen wir das meiste Leder. Das ist schön. Dann nehmen wir den anderen. Ich nehme auch gleich nochmal mit. Na, haust ab. Deswegen ist auch wichtig, dass man eine gewisse Geschwindigkeit an Land zu Fuß hat, um einfach auch mal selber entweder einen Dino zu erlegen, der halt schon schnell laufen kann, oder auch um vor allem natürlich wegzulaufen, dass man ein bisschen schneller ist. Was ist denn das jetzt? Diese Mücken. Nervige Viecher. So, du kommst mal mit. Aus dem Kristall können wir dann vielleicht mal ein neues Fernglas machen, ne? Dass wir mal sehen können. So kommen wir dann auch schneller an einen besseren Flugsaurier. Also an einen besseren Ptera. Ich würde auf jeden Fall nochmal einen zähmen. Wir gucken mal, es gibt bestimmte Gebiete auf der Karte, wo einfach diese hochleveligen Pteras vorkommen. Ich glaube, das ist am Rande dieses Red Wood Forest irgendwas, wo wir auch am Anfang zwischengelandet sind, bei diesem Sumpfgebiet, wo die Sarkos waren, die Krokodilsaurier da. Ja, guck mal, hier kriegt man deutlich weniger Metall. Aber egal, das ist das... Aha. Aha. Na, jetzt haut er ab, kommt er nicht zurück, oder was? So, dann mal rüber, 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 rüber. Wir snacken natürlich nochmal was. Dann nehmen wir unsere frisch gemachte Boller. Bollern ich da mal weg. So. Mein Freund, tut mir leid, aber ich brauche dein Leder. So. Wird doch langsam. Fiomia nehmen wir auch mit, das droppt auch viel Leder. Machen wir das. Der ist auch relativ schnell, ne? Neue Boller können wir nicht herstellen, was fehlt. Stein? Echt jetzt? So, jetzt haben wir zwei Stück. Oh, du nicht? Hä? Wie schnell er sich dreht. So.
Ja, dann haben wir einfach, ist einfach ein bisschen entspannter. Dann müssen wir nicht so lange hinter dem herlaufen. Dann nehmen wir den Fiomia mit. Jetzt kriegt man doch mehr Fleisch als Leder. Ist doch der andere, die andere Axt, also ist die Axt besser für Leder? Ich weiß es nicht. Da hinten haben wir noch einen. Wie sieht es denn hier aus mit noch solchen Steinviechern? Hau bloß ab, du. Ich bin hier der Boss. Aha. Was seid ihr denn? Das sind diese Lieben, ne? Naja. Lieb war gestern, Freunde. Wir sind jetzt nicht mehr lieb. Wir sind jetzt böse. Wir müssen nämlich uns mal ein bisschen fortleveln. Wir müssen besser werden. Und nur so können wir nämlich dann am Ende des Tages auch bestehen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Axt besser. Oh, sind wir blöde. Hätte ich das mal gleich gemacht, ne? Aber sagt mir ja auch keiner. Woher soll ich das dann auch wissen? Oh Gott, wie viel Fleisch. Man kann später auch einen Kühlschrank bauen und so ein Kram. Auch praktisch auf jeden Fall. Komm, hier das Holz können wir auch mal wegernten. Die Nase juckt. Weiß nicht warum. Vielleicht weil Gefahr vorsteht. Ja, wen triggert das, dass die ganze Zeit der Level absteht? Dann was machen wir denn? Bewegungsgeschwindigkeit. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. Wir sind ja nicht im PvP, wie gesagt. Dann würde ich das einfach mal so lassen. Holz können wir auch mitnehmen, aber eigentlich brauchen wir Metall, ne? Wir haben aber hier keine... Wir haben hier keine Metallgeschichten mehr. Oh, jetzt mit der Axt hier Steine zu sammeln, dauert natürlich lange. Wir brauchen ja erstmal das Metall, was wir einschmelzen müssen. Ja, pass auf, dann looten wir jetzt hier Holz. Dann packen wir jetzt nochmal Holz in unseren Dino auf dem Rückweg. Das brauchen wir nämlich auch immer und vergessen wir auch immer zu machen. Und Holz geht ja noch einigermaßen mit dieser einfachen Axt. Und dann schmelzen wir erstmal das Metall ein. Und dann können wir unsere bessere Axt wieder reparieren. Dann haben wir die. Und dann geht's weiter. Hui, wie schnell wir sind. So. Jetzt wissen wir ja auch, dass wir einfach, wir müssen das nächste Mal, wenn wir da wirklich hinfliegen sollten, fliegen wir ganz früh am Morgen los. Dann nehmen wir definitiv einen Schlafsack mit. Und dann nehmen wir schon einen fertigen Schmelzofen, wenn es gewichtstechnisch passt. Einen fertigen, okay, einen fertigen Schmelzofen, Stroh brauchen wir auch, ne? Einen fertigen Schmelzofen und eine Werkbank mit. Lalala, ich bin ein kleiner Flitzebolle. Ich flitze und das mag ich dolle, denn ich bin der Flitzebolle. So, das hier noch weg. So, du hast noch Platz. Da können wir noch was reindonnern. Stroh, ja, wir brauchen auch immer wieder neuen Stroh. Neues Stroh. Oder neue Äste ja eigentlich. Eigentlich sind es ja Äste und kein Stroh, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wieso man, wenn man auf einen Baumstamm kloppt, Stroh bekommen sollte. Ich finde das auch echt cool, dass hier so alte Palmen rumliegen. Die mag ich, die finde ich hübsch. Boah. So, ich auch noch. Hier gehen wir mal wieder auf Holz. Ich habe Zeit, dass die Flusssteine mal hier bei uns in der Nähe auch wieder respawnen, ne? Wäre schon schön, wenn wir die auch mal wieder in unserem Machtbereich hätten. Hallo. Das da rein. Na komm. Steine fehlen wieder. So, dann nehmen wir dich auch noch mit. Diesmal aber mit der Axt dann. Dass wir noch ein bisschen mehr Leder bekommen. So. Super. Dann nichts wie ab, zurück zur Base. Guck mal, wie viele Pteras hier sind. Aber es ist selten, dass hier wirklich ein guter High-Level-Terra ist. Kannst du noch genug tragen, dass wir zusammen hier durchlaufen? Ja, ne? Kann ich dich nämlich genau so parken, wie ich das möchte.
Nämlich so. Da ist wieder ein Drop, aber der interessiert mich ehrlich gesagt gerade herzlichst wenig. Jetzt stellen wir uns wieder hier zwischen. Können wir nämlich wunderbar ausladen. Zack, 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 zack. Boah, wie wenig, ne? Wie wenig wir genau genommen jetzt einfach nur bekommen haben. Chitin, auch weil er wahrscheinlich selber auch gegen so eine Mücke gekämpft hat, da. So eine komische Mücke. So, ein bisschen Fleisch kann er uns auch nochmal geben. Jetzt können wir hier erstmal das Metall hier reintun. Hä? Und das ist hier? Hier ist das Metall. Das muss natürlich hier rein, das ist klar. Aber wir haben vergessen, ihn auf Nicht-Folgen zu stellen. Ich kann das nämlich schon mal durchschmunzeln hier. Schmunzel, Brunzel. Ach du blöder Dino. Kommst du hoch? Ja, er kommt hoch. So, du bleibst aber schön stehen. Steht er andersrum, ist aber eigentlich relativ egal, wie rum er steht. Das kann alles drin bleiben. Dann machen wir hier nochmal ein neues kleines Feuer für uns und unser Fleisch. Drei Stück haben wir noch, schön. Brauchen wir aber auch ein bisschen Holz für. Hat man, glaube ich, auch vergessen, neulich auszumachen. Ne? Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm, Holz rein. Feuer an. 13, okay, wunderbar. Das heißt, wir können dann, wenn das durchgebrutzelt ist, hier unsere Axt wieder verbessern. Wo ist sie denn eigentlich? Da, da ist sie. Vier Metallbarren braucht die. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, dass wir dann nochmal hier ein bisschen ausbauen. Vielleicht einfach hier vor Ort ein paar Steine ernten, diesen grünen Loot Drop da mal mitnehmen. Das Kristall weiterverarbeiten zu einem Fernglas und so weiter und so fort. Also, hat mich gefreut. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ja, dann sehen wir uns sicher in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Bolle. Ciao, ciao.